typisch Maike? Was ist typisch Maike? Maike ist ein sehr offener, ehrlicher Mensch. Laut. Maike redet auch sehr viel. Und du hast eine sehr dreckige Lache. Typisch Maike ist für mich, dass wenn sie sich etwas vorgenommen hat, sie das auch mit Elan durchzieht und auch wenn es mal schwieriger wird, den Kopf nicht hängen lässt, sondern sich da durchbeißt. Manchmal ist sie ein bisschen schusselig, aber ich würde im Ganzen sagen, dass sie ein sehr ordentlicher, strukturierter Mensch ist. Warte. Was hat sie gesagt, dass ich schusselig bin? Aber ein sehr ordentlicher Mensch, das stimmt. Es kann immer zu jeder Zeit irgendjemand vorbeikommen, es ist bei mir immer ordentlich. Ich räume immer alles sofort weg. Das stimmt tatsächlich. Immer genau einen Tagesplan hat, diszipliniert ist sie auch und zu Hause liegt bei ihr wirklich alles an Ort und Stelle. Super organisiert und super fokussiert. Oh. Du ziehst immer durch und lässt dich niemals von deinem Weg abbringen. Oh. Absolut typisch Maike ist auch, du bist immer verplant. Deine Freizeitplanung ist der Wahnsinn. Dass sie ihre Freizeit mehr durchplant als manch anderer sein Alter und dadurch dann eben auch viel Stress hat, aber sogenannten guten Stress. Positiver Stress. Mein Alltag, wenn ich zum Beispiel zu Hause bin, ist einfach von morgens bis abends komplett durchgeplant. Es kann auch mal sein, dass ich 5 Termine hintereinander habe oder so. Aber es ist alles komplett durchgeplant. Freizeitstress. Das ist positiver Stress. Geil. Ich würde sagen, du bist mit deinem Handy verheiratet. Auf jeden Fall. Ich habe dich noch nie ohne Handy gesehen. Ich bin mit meinem Handy verheiratet. Ich kann nicht mehr, Steffi. Wie geil. Aber man muss dazu sagen, mein Handy ist ja auch ein Teil meines Jobs so gefühlt. Das gehört ja dazu. Aber das stimmt tatsächlich. Hallo. Hallo. Hi. Typisch Maike ist für mich ihre Nägel. Sie sind immer gemacht. Sie hat die auch immer passend zu der Jahreszeit oder zu den Feiertagen oder so. Meine Nägel. Ihr Schmuckgame ist mega on point, immer. Oha, wie toll! Oh, mein Schmuckgame. Man sieht es auch hier und da. Ich liebe sie einfach. Sie ist so geil. Generell ist Maike, glaube ich, die Person mit dem meisten Selbstbewusstsein, die ich bisher getroffen habe. Das heißt, Maike weiß ganz genau, was sie will und was sie nicht will. Stimmt. Du bist eine absolute Ride or Die. Oh. And you are addicted to bad boys, yeah? Oh mein Gott, stopp. Ich bin addicted to bad boys. Oh mein Gott. Okay, das ist mir jetzt schon ein bisschen unangenehm. Oh mein Gott. Okay. Wobei wir da wieder zurück auf den Punkt Ride or Die kommen, bei dir geht ganz oder gar nicht. Ja, das also ganz man oder kann gar sich nicht immer auf dich verlassen, ja. Wenn ich nicht da bin, bist du meine Stimme. Und das ist, was ich super an dir schätze. Wenn irgendwas ist, ihr könnt mich mitten in der Nacht anrufen und ich bin halt da, ne? Also das ist halt krass. Ich bin immer an Ort und Stelle, wenn irgendwie ihr mich braucht oder so. Das ist, mache ich sehr gern. Wenn ich Maike anrufe und sag, komm vorbei, ich brauche deine Hilfe oder ich habe Lust auf einen Wein oder ich habe Lust auf eine Movie Night oder genau. So. Sie ist so spontan, die kommt einfach immer vorbei. Natürlich bin ich dann bei einem Vino-Date am Start hier, hör mal. Macht immer was Liebes, man bringt sie Klamotten mit, die sie gefühlt jeden Monat in ihrem Schrank ausmistet, die ihr nicht mehr passen. Oh. Ja, das stimmt. Ich habe sehr viele Klamotten und ich muss regelmäßig ausmisten. Und dann habe ich eine ganze Tasche voll, bringe die zum Training und alle können sich da irgendwas rausnehmen. Ich verschenke die Sachen wirklich, ich mache das super, super gerne. Und mich freut es, wenn ich dann euch auch eine Freude machen kann. Es ist egal, mit welchen Problemen man zu ihr kommt. Es ist egal, was man braucht. Sie versucht einem sofort zu helfen. Ich weiß, ich kann sie immer anrufen, wenn ich Mist gebaut habe, wenn ich Gossip habe, den ich jemandem erzählen muss. Oder wenn ich einfach nur über irgendwas sprechen möchte, einfach nur mit jemandem reden. Ich kann Maike immer anrufen. Im Großen und Ganzen ist Maike schon eine super nette Person, sehr sympathisch. Maike ist eine sehr herzliche Person mit so einer Note asozial. So ein bisschen assi. Ich bin eine sehr herzliche Person mit einer Note asozial dabei. Oh mein Gott, das ist so ein bisschen, kommt aus dem Ruhrpott, ne? Was soll ich sagen? Aber ich glaube, das macht mich ja so sympathisch, ne? Typisch Maike ist, dass sie immer für mich da ist. Hm. Und das ist auch, was mir das Wichtigste ist und das schätze ich an ihr am allermeisten. Sie ist einfach so eine super gute Freundin und das ist für mich am typischsten, Maike. Ich vertraue ihr sehr.
ist eine sehr gute Freundin geworden. Womit wir dann zu dem letzten Punkt, typisch Maike, kommen. Ich hoffe, dass ich es richtig mache. Ja, Mann, genau. Ja, wenn sie mich jetzt noch groß rausbringt auf Instagram, dann ist sie noch eine Schippe cooler. Okay, stopp. Folgt alle Alexander Askovic auf Instagram. Wir wollen ihn ganz groß rausbringen, bitte. Ich hab dich lieb. Also, peace out. Euer Asko. Was erzählen die denn? Oh Gott, ihr seid so süß. Oh mein Gott, das ist so toll. Es ist, ich hab euch auch lieb. Subscribed hier rechts unten und da ist bestimmt liken und kommentieren.